Es ist Samstag, 7.15 Uhr und in 33 Stunden steigt das Event des Jahres. DVV-Pokalfinale 2024 und ich nehme euch mit hinter die Kulissen. Aber erstmal müssen wir nach Mannheim. Viel Spaß beim Video. So, mal ganz kurz das Zimmer hier, wo wir sind. Zwei Einzelbetten, eigentlich ziemlich cool. Hier der Eingangsbereich, auch nochmal Spiegel und hier das Bad. Im Bad hat sich vorher der Sevo auch schon die Haare neu geschnitten. Man muss ja für ein Game Day auch ready sein. Und jetzt geht's ab in die Halle und wir bauen das Ganze fürs Scouting auf. So, ich gehe jetzt mal kurz hoch, um euch zu zeigen, wie wir das Ganze dann aufbauen werden. Hier werden später hinter mir die Fans sitzen und wir werden da unten spielen. Hier ist alles, was irgendwie mit Filmen und so weiter zu tun hat. Da wird die Fernsehkamera stehen und für alle Scouts auch die Kameras. Die filmen dann natürlich das Spiel da unten. Und genau hier werde ich dann sitzen und das Ganze mit scouten. Jetzt müssen wir das Ganze noch aufbauen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil die Verantwortlichen hier noch ein bisschen brauchen. Aber ich schaue mir einfach so lange Warm-up oder das Training da unten an. Ich habe jetzt das LAN-Kabel von da unten vom Schreibertisch hier am Rand hoch, hier die Tribüne lang, hier lang, bis hier hingelegt. Und das ist dafür da. Hier steht unser Streaming-Laptop und da wird dann alles darunter zu meinem Platz, wo ich dann später scoute, übertragen. Und dafür brauchen wir natürlich LAN-Kabel, weil das Problem hier in der Arena ist, normal benutzen wir WLAN und einen Router. Aber wenn die hier voll ist mit 12.000 Leuten, funktioniert das WLAN-Signal nicht, ist nicht stark genug. Und deswegen müssen wir LAN-Kabel legen. Es ist gefühlt 70 Meter lang, aber naja, ist so. Ja, läuft. Ja, Start haben wir es hinbekommen. Das ist schön. Der Much hatte nur in die falsche Buchse beim LAN eingesteckt und deswegen hatten wir oben kein Internet. Klassiker. Nachdem ich 75 Meter Kabel verlegt habe, dachte ich mir, hoffentlich ist es nicht kaputt. Oh, 75 Meter? Ja, wir müssen halt von da so wieder hoch und dann dahinter. Das ist lang. Hat der Erik dir die Kamera echt überlassen? Ja. Wir sind nicht im Dienst, wir sind als Zuschauer hier. Wir haben heute neue Gäste im Vlog. Alter. Oh ja. Okay, mit dem Ding zoomen? Nee. Nee, aber ich kann so machen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mal hier aus Schwandorfer Zeit bestätigen, dass dieser Mann hier, bitte mal Kamera drauf, diese 12 Spritze aus dem letzten Vlog, kann man bestätigen auf jeden Fall. Hat er wirklich geschafft. Der 13. ging dann ein bisschen nach hinten los, aber... Hey, der Danilo schreibt. Danilo schreibt, wir sollen in die Filmrissbar, warte mal, hier, Mannheim. Und anscheinend sind am Bahnhof die Toiletten sauberer. Dumme Frage. Ja. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Minitant und ich bin die kleine Schwester von Großtant. Geil. Ich bin der Uwe und ich bin auch mit dabei. Voll geil. Cindy, sag mal was. Was soll ich denn sagen? Es ist Freitag. Das ist ultra komisch irgendwie. Es ist Samstag heute. Ja, nee. Freitag. Echt? Es ist Samstag. Es ist tatsächlich Samstag, okay. Alter, Tanner hat fast zu der Hubenschott im Aufzug gesagt, ob er Angst hat. Ja, safe. Morgen Lenny Grafen, der ist jeder Beste. Hast du das Baggertrainer-Video mal ganz angeschaut? Ja. Es ist so witzig. So, er hat uns vorgemacht, wie man Baggertrainer ist. Und dann hat er gesagt, Hobbidi! Den Bagger kennen wir aus. Hobbidi! Er ein bisschen hier, du ein bisschen da.
Bisschen Brötchen, bisschen Burger, einmal frei. Oh, da kommt unser Guinness. Das ist ein Beach-Studio. Okay. Weil Zitat von Noah und Dirk Funk war, Alter, wie viel Bier trägt er denn? Ich glaube, er hat 8 oder 9 auf einmal. Doch, es sind 9. 9 wow. Bier in 2 Händen. Das sind einfach beeindruckende Menschen hier in München. Du sagst das mit so einem schönen, gesunden Portion Wahnsinn. Jetzt fangen wir langsam auch an. Guckt ihr euch das an. How to make yourself popular. Alter, und wieder nimmt man da Haribos. Also ich meine, das ist ein ganz heftiger Zusammenhang. Höchst problematische, aber sehr, sehr gute Zielgruppe. Aber es war 1 zu 10. Aber das habe ich unten getrunken, deswegen. Es waren eigentlich 10. Das ist eine Lüge. Ich habe wirklich unten 1 gemacht. Es hat so lange gedauert, bis die 9, also 10 eingeschenkt haben. Da habe ich das erste getrunken. Wir könnten ja mal den Zoo durchgehen. Wir müssen jetzt erstmal alle die Ziege machen. Du kannst den Elefant machen. Kennst du den Elefant? Mein Gott. Geht so. Also bei der nächsten Bestellung machen wir ein Einhorn. Was macht ein Einhorn für Geräusch? Weiß ich jetzt nicht. Früher bei Flanky Ball. Er kann super werfen. Wayne Rooney, yep, with the forearm shove to Christian Cáceres. Wer denkst du ist unser Topscorer bei uns im Team? Unterschätzt wahrscheinlich Maurice. Klausi könnte es sein. Ja. Aber er nutzt sein Potenzial noch nicht als Stürmer. Der, weißt du, er muss doch dieses Eis. Er muss den Abschluss halt finden. Er muss abschließen. Er muss doch abschließen. Er muss wissen, dass er Erling Haaland sein Cousin ist. Weißt du? Ja. Und er muss nur noch einsetzen. So, es ist 9 Uhr in der Früh, es geht gleich wieder in die Halle, denn wir haben nochmal eine kleine Morgeneinheit zum Anschwitzen. Wir testen außerdem während dem Damenspiel noch, ob das ganze Scouting und das Streaming-Zeug auch wirklich funktioniert, wenn dann 10.000 Leute da sind mit den ganzen Störfaktoren und so weiter. Und Vorteil, wir können uns natürlich auch das Damenfinale anschauen. Ab in Bus, ab in die Halle, Tag 2 vom Pokalfinale. Form ist mir egal. Ja, also wir müssen kurz verstehen, unsere 4000 Euro Kamera haben wir nicht in die Halle bekommen. Deswegen muss jetzt Timmys Handy da halten. Jetzt haben wir, hey, wir machen gerade den Vlog. Sorry. Morgen. Wir müssen jetzt den Vlog mit dem Handy machen. Was müssen wir? Den Vlog mit dem Handy machen. Warum? Da muss ich mal sagen, an die SAP Arena schwach. Ja. Schwache Leistung. Echt so. Ja. Prediction? Wie geht das Ganze jetzt aus? 3-0 Stuttgart. 3-0 Stuttgart. 3-2 Hersching. Oh ja. Oh ja. Yeah.
Immer noch Tiller an der Linie. Der Annahmekontakt ist gut von Theo Timmermann. Geht über Kopf, geht über Philipp John. Er geht noch weiter. Ruben hält ihn im Spiel. Karl kommt angeflogen. Zweite Chance für Hersching. Reicht wieder nicht. Und dann ist es mal wieder Schottola. Der geht ins Aus, aber Kovaios lässt sich so ein bisschen abschießen. Ist wieder da. Nächste Highlight-Rally jetzt hier. Und sie geht an Hersching und guckt dir die Reaktion an. Beim dritten kommt er dann endlich durch. Hersching hat vorhin gesagt, die ersten zwei Sätze, die werden ganz klar an Berlin gehen. Dann holen wir uns den dritten. Im vierten passiert was ganz Wildes und dann sind wir im Tiebreak. Jetzt wieder der Eingerollte. Es geht schon wieder los. Jetzt die Challenge. Gespannt. Und Theo freut sich schon auf Herschinger Seite. Ich glaube auch, dass er drunter war. Und Theo ist sich sehr sicher, dass der Punkt an Hersching gehen wird. Er ja, ist drunter. Voll drunter. Und damit wird der Punkt an Hersching gehen, weil Joey Banks den laufenden Ballwechsel durchbrochen hat. Ich liebe Bob Rande an der Seitenlinie, wie er die Fans mitnimmt. Und hört euch das mal an, diese Herschinger-Fans rasten hier gerade aus. Also ich habe den da schon abmoderiert. Ja, ich auch. Und entschuldige mich an dem Fall an Theo Timmermann. Till hat so einen kurzen Moment, wo er nicht schaltet. Ja. Wir bräuchten ein bisschen Magie. Und wir kriegen sie nicht. Wir kriegen den nächsten Aufschlagfehler. Und sagen an der Stelle herzlichen Glückwunsch an die DR Bonn. Ist die Titelverteidigung ist das erste Mal vollbracht. Es ist DVV-Titel Nummer 7.